Also die mobile Hopperrampe, Light-Version, kann man natürlich auch mal eben easy verstellen, woanders hin tun. Hi liebe Leute, ich bin's wieder mit Marvin, den ihr sonst nur von hinter der Kamera kennt, also quasi nicht kennt, aber zumindest seine Arbeit kennt und schätzt, weil er halt die High-End-Videos macht. Und wir sind heute wieder mit Tricks und Sprüngen dabei. Und wir haben die mobile Rampe, das ist die MTB Hopper Light, wieder. Und jetzt geht's um zwei Themen, die eigentlich miteinander sehr verbunden sind. Das eine nennt man Air Awareness, das sagen die Amerikaner. Es ist schwer, das zu übersetzen. Das Luftbewusstsein quasi, also das Gefühl, man ist in der Luft und man macht etwas. Man ist proaktiv und nicht einfach Passagier und geht wieder mit in die Landung mit dem Bike, sondern man fängt an, sich auf dem Rad zu bewegen, was nachher sehr gut ist für die Sicherheit und natürlich, zweite Thema, sehr gut ist für den Style. Also, dass ihr anfangt, das Lenkrad einzuschlagen, den Körper zu bewegen, nach hinten zu gucken, zur Seite zu gucken, Zunge rauszustrecken in die Kamera, so Geschichten und das dann weiter zu steigern. Wenn man so ein bisschen gestylt hat, wo kann man dann noch drauf? Welchen Trick kann man noch machen? Tabletop. Tabletop. Übrigens, nicht verwechseln, das machen nämlich ganz viele. Tabletop ist der Trick. Zeig einmal. Wenn man das Rad so schräg legt, genau. Und ein Table ist ein Sprung, wo es oben Plateau ist, bis die Landung kommt. Im Vergleich zum Double, wo in der Mitte eine Lücke ist. Weil viele sagen nämlich zu diesen Tables auch Tabletop. Also ich weiß auch nicht. Tabletop heißt der Trick, ja? Gut, wir wollen nicht klugscheißen. Jetzt ein paar Tipps für die Tricks. Ja, liebe Leute. Also, ich habe jetzt mal das schicke Dirtbike. Superman. Von Marvin. Ich habe gar nicht mehr so eins. Nur mein ganz altes. Weil ich früher auch Dirtbike gefahren bin. Also, charakteristisch. Klein, wendig, 26 Zoll. Sehr hart, viel Luftdruck. Harte Federung, eine Bremse. Single Speed. Viel Stahl dran. Damit stabiles. Und gut für Dirtjump oder für Pumptracks, genau, sehr puristisch, sehr, sehr gut. Und das nehmen wir jetzt heute hier als Beispiel. Wenn ihr jetzt höhere Drops habt, Gaps habt im Bikepark, also ich wohne ja beim Bikepark Winterberg, da hat man mal so einen Punkt, die kleinen Drops, die macht man bumm und dann die größeren steigert man sich, aber man merkt, man ist jetzt länger in der Luft. Man will dieses Gefühl haben, ich bin aber immer noch Herr der Lage oder Frau der Lage, je nachdem, und will sich bewegen. Dass man halt merkt, man ist proaktiv zentral über dem Bike. Man fängt an, das Vorderrad einzuschlagen. Man fängt an zu gucken, sich zu drehen, zu gucken, wie reagiert das Fahrrad auf diese Bewegung. Sieht natürlich auch gut aus und es soll eure Sicherheit steigern. Also, dann könnt ihr nämlich das schon beim Medial-Impuls ein bisschen machen. Das Vorderrad ein bisschen einschlagen. Einfach, dann habt ihr ein sehr akkurates Timing. Ihr könnt auch schon sagen, wenn das Vorderrad oben ist, so ein bisschen den Kopf bewegen, also ein bisschen Faxen machen, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Macht auch Spaß, wieder ein bisschen spielerisches Element. Das ist immer gut beim Lernen. Und ist auf jeden Fall gut für die Air Awareness. Gut, das wird der nächste Schritt. Liebe Leute, ihr sucht euch einen Sprung, wenn ihr zu Hause einen habt. Ihr kennt eine mobile Rampe, die MTB Hopper. Ist super. Die könnt ihr einfach vor jeder Schräge hinstellen, immer weiter wegziehen zum Beispiel. Sonst die hauseigenen Sprünge. Am Anfang an der Bordsteinkante, dann sich langsam steigern, wo euch wohlfühlt. Und dann macht ihr das mal während der Luft, während der Sprungphase. Und ihr werdet merken, zum Beispiel, wenn man das Vorderrad ein bisschen einschlägt, dass das Rad so ein bisschen hinten sich bewegt. Das ist aber normal und richtig und da muss man sich auch dran gewöhnen. Und intuitiv wird man das auch wieder ausgleichen, dass man nicht total schräg landet oder so. Einfach wichtig, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und dann merkt ihr, jetzt seid ihr auf einmal Herr der Lage. Und ich mache diese Übung zum Beispiel, bevor ich höhere Drops mache. Ich verlinke mal das Drop-Video hohe Dropswagen, wo ich halt den hohen Drop ins Slopestyle springe. Wo ich auch wusste, ich bin so lange in der Luft, wenn ich jetzt kein Feeling habe für diese lange Flugphase, dann fühle ich mich unsicher und habe auch Schiss, dass ich irgendwie einfriere, verkrampfe. Das kennt ihr, der legendäre Der Sailor, der tote Matrose. Und deswegen mache ich das dann zum Warmmachen und das mache ich jetzt mal hier mit dem Dirtbike. Funktioniert aber auch mit jedem anderen Bike. Das ist einfach Deathgrip jetzt.
So, liebe Leute, der Marvin zeigt euch jetzt, wie ihr euch Step by Step an das Thema Tabletop herantastet, also das Rad ein bisschen flacher legen. Genau, das seht ihr jetzt schon schön. Mit der einen Hand kann man halt das Rad nach unten ziehen, das will die hier, und mit dem ein bisschen hochziehen und die eine Hand auch ein bisschen öffnen, je nachdem, wie flach man das Bike legt. Ihr seht es jetzt hier von vorne, dass es schon recht flach liegt, genau. Manche legen sich fast das Vorderrad an die Schulter, aber das machen dann nur die absoluten Profis. Und ja, dann ist wieder die Frage, welche Seite passt euch mehr? Der Shoulder Buzzer. Zu welcher Seite mögt ihr es mehr? Und da müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Und das ist natürlich ein Trick, den könnt ihr wirklich Step by Step. Erstmal so ein ganz klein bisschen schräg legen, dann immer mehr. Und jetzt schaut mal auf die Beine, dass man dann nachher auch die Beinarbeit gut nutzt, sich halt mit dem Bike verdreht und ins Bike eingespannt ist, genau. Und das macht auf jeden Fall was her. Und Marvin zeigt euch jetzt mal, wie man das im Sprung hier mit der MTB Hopper Rampe dann anfängt umzusetzen. Also, er zeigt euch jetzt mal ein, wo er sich rantastet. Also, das Bike schräg gelegt. Achtet darauf, dass ihr natürlich erstmal klein anfangt, weil ihr müsst immer noch mit einberechnen, dass man das Brett vor der Landung wieder richtig gerade hat. Das macht man intuitiv, deswegen Schritt für Schritt. So, jetzt ein bisschen mehr schräg legen. So, jetzt von der Seite aufgenommen. Er nimmt Schwung und dann sauber. Also ihr könnt das Ganze auch mal mit dem Handy filmen. Ich mache das auch mal. Und ja, ihr habt gesehen, er hat sich schön hoch rausgezogen. Also gut aktiv abgesprungen im Vergleich zu mir eben. Ich war immer eher so ein bisschen flacher gesprungen. Bei dem Sprung braucht Tabletop-Trick, braucht ihr mehr Zeit in der Luft. Deswegen macht es Sinn, dann noch sich höher abzudrücken. Filmt es mit dem Handy und guckt euch an, ob es wirklich so aussieht, wie es sich anfühlt. Man muss ein bisschen gelenkig dafür sein, um sein Rad schön schräg zu legen. Und es, ja, dann würde ich sagen, danke dir, Marvin. Gerne. Er hat das schön vorgemacht und mir ein paar Tipps gegeben, die ich dann an euch weitergeben konnte. Ich mache selber so ein bisschen Tabletop, ja, wie soll man sagen, ich deute das auch so ein bisschen an. Aber bei so richtig großen Sprüngen, wo ich mehr Zeit hätte, das zu machen, dann traue ich mich auch nicht ganz. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter und ja, man muss nicht mal alles können, aber wenn man es können will, dann kann man üben und dann schafft man es auch. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Danke dir, Marvin, nochmal. Ciao. Bitte? Heute keinen. Ja, ja.